Einen wunderschönen guten Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Wir haben heute Christian Anwander hier. Ich weiß nicht, ob ihn manche von Germany's Next Topmodel kennen oder ob ihr seine Arbeit schon in unzähligen internationalen Magazinen gesehen habt, aber auf jeden Fall ist er heute bei uns, wird uns über seine Arbeit berichten, uns ein bisschen seinen Workflow zeigen und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr gerade bei YouTube zuschaut, kommt rüber zu Behance, dort haben wir einen Chat, da könnt ihr Fragen tippen. Ich werde versuchen, sie alle so gut es geht zu lesen und weiterzureichen. Und genau, ich sehe schon ein paar bekannte Gesichter, Katrin, Melanie, Emma, hallo, hallo an alle im Chat und jetzt erstmal herzlich willkommen, Christian. Hallo, wie geht's euch? Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die liebe Intro, Sophia. Schön, dass du so früh aufgestanden bist für uns. Wie viel Uhr ist bei dir gerade? Gerade aktuell 5 Uhr in der Früh. Also, ja. Es geht eh. Schön knackig. Jetzt sind wir langsam wach. Das ist alles tipptopp. Ich freue mich auf unseren kleinen Talk hier. Super schön. Du bist gerade in Kanada, ne? Du bist dem Lockdown in Österreich entflohen. Ich bin im Lockdown in Österreich entflohen, aber wir sind in New York, upstate in den Catskills. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, sehr schön. Ja, das ist, seid ihr da, du hast gesagt, für Thanksgiving bist du da gerade, ne? Genau, ja, wir haben hier so eine kleine Hütte und da kommen wir ganz gern hoch und wir sind hier für Thanksgiving. Das ist morgen. Heute fangen wir schon mit dem Kochen an. Wir haben auch Besuch und es kommen noch Freunde aus Kanada runter. Das hast du wahrscheinlich verwechselt damit. Ach so. Und dann machen wir es uns schön gemütlich hier. Der Ofen brennt schon, es ist schön warm, es ist kalt draußen. Ja, klingt schon fast weihnachtlich. Ein kleines Webinar. Ja. Ja, genau, fühlt sich sehr weihnachtlich an, ja. Wunderbar, dann sind wir umso dankbarer, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und jumpen mal in deine Arbeit rein. Also ich habe für euch ein bisschen meine Arbeit, ein kleines Portfolio vorbereitet. Ist eine Art Querschnitt durch meine Karriere mehr oder weniger und sie ist ein bisschen mehr auf die Mode und Porträt basiert. Das ist ja auch das, was ich mache. Mhm. Und ich würde dich gerne von dir fragen, wie du möchtest. Das hilft mir dann auch und ich lege einfach mal los. Ja. Ja. Ich erzähle euch auch ein bisschen über die Technik, mit der ich das gemacht habe. Das ist eines der ersten Bilder, das ich gemacht habe, bis meine Karriere gelauncht hat. Mhm. Wann war das ungefähr? Ja, das ist schon länger her. Wahrscheinlich so 15 Jahre her oder sowas. Mhm. 5-Inch-Kamera, falls ihr das was sagt. Also auf Film ist das fotografiert. Ja. Mit viel Crop. Ich habe das immer gelernt, mit Crop zu arbeiten. Und wir waren auch nachher noch Frauen. Ich habe ihn ein bisschen gequält während des Shootings, aber das hat Spaß gemacht. Also es war Teil davon. Und er hat sich sehr gut auch in diese Szene hineinversetzt. Ja. Hier sehen wir noch ein Bild aus dieser Serie. Das ist noch ein Polaroid. Also das ist noch ein Begriff. Polaroid fotografiert man, bevor man schlussendlich dann einen Film einlegt. Und mit dem Polaroid kontrolliert man die Exposure und kann sich auch mal die Komposition des Bildes anschauen. Mhm. Und der Helmut Newton hat gesagt, dass die Polaroids sind eigentlich meistens die besten Bilder, die er gemacht hat. Ja, es gab ja auch ganze Ausstellungen nur mit seinen Polaroids. Schon. Leider gibt es das nicht mehr. Schade. Da hat es auch ein wunderschönes Material dazu gegeben, also Unterschiede jetzt gegeben, aber es hat sogar auch ein Polaroid gegeben, das war Type 55. Und da kam gleich ein Schwarz-Weiß-Negativ dazu. Das hast du dann, da hattest du dann also ein Polaroid und ein 4x5-Inch oder sogar auch 8x10-Inch, ist nach einer Stufe größer, Schwarz-Weiß-Negativ. Das hast du dann in ein Fixierbad gelegt
also hast Polaroid gemacht und hast gleich ein Stück Film gehabt und es hat ganz viele schöne Fehler dabei gehabt. Nachdem ich diese Story gemacht habe, habe ich das einem jetzt mittlerweile sehr guten Freund von mir, einem Art Director gezeigt und die erste Geschichte für ich bin ein bisschen erkältet, falls ihr das merkt. Das ist eine Story davon. Die ist mittlerweile ein sehr berühmtes Model. Und jetzt war sie bei dem Film dabei, Old, glaube ich, heißt der, wo am Beach die Leute alter noch nicht wegkommen in der Zeitkapsel sind. Mal ganz kurz, wenn du sagst, das andere Foto, was du davor gezeigt hast, hat so ein bisschen deine Karriere gekickstartet. Kannst du uns so ein bisschen zurückführen, so was, wann hast du es angefangen? Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Oder wie war dein Weg bisschen bis zu dem Foto, was du uns eben gezeigt hast? Was ist so die Backstory? Sehr gerne. Also ich habe meine Schule abgebrochen mit 16 Jahren, weil ich war ein klassischer Weigerer. Ich habe nur Scheiße gebaut in der Schule, unfortunately. Das sollte jetzt keine Inspiration sein für irgendwen von euch, das auch zu machen. Im Gegenteil, also es hat mir eigentlich alles ein bisschen erschwert, aber ich habe eine Lehre gemacht mit 16 Jahren in einer kleinen Stadt, die heißt Dornbirn. Und bei einem Modefotografen eine Lehre gemacht, der hat ein bisschen Mode fotografiert und habe auch Maschinenteile, Architektur, was auch immer. Maschinenteile und Mode sind so sehr naheliegende Kombinationen, ne? Genau, ja. Aber er hat auch die Maschinenteile, muss ich sagen, sehr schön fotografiert. Aber ja, das war so, ich wusste, dass mich die Maschinenteile nicht besonders ansprechen, sondern mehr die Mode, die wir fotografiert haben. Und dann bin ich kurz nach Wien, habe dort ein halbes Jahr gearbeitet. Mhm. Bei einem Fotografen, der heißt Günther Part, der ist jetzt auch ein guter Freund von mir mittlerweile. Und dann bin ich nach New York gezogen, einen Tag nach meinem 21. Geburtstag. Ja, das habe ich auch schon, ich habe ja ein bisschen recherchiert, ne? Habe ich auch schon gehört, quasi, du bist einfach nach New York, ohne einen Plan zu haben, was dort auf dich wartet. Ist das richtig? Ja, genau, ja. Ja. Krass. Ja, das war ziemlich... Es war eine ziemlich geile Nummer, ja, aber das war auch wichtig in dem Fall und es hat funktioniert. Ich habe halt alles auf eine Karte gesetzt und es hat funktioniert. Ja. Einmal das Risiko eingehen, ne? Das kann sich auch absolut auszahlen. Genau, ja. Ja. Und da habe ich dann eben auch, wie gesagt, bei Fotografen assistiert und habe wirklich erst so richtig angefangen zu lernen. Und habe bemerkt, dass eigentlich alle Dinge, die ich früher in der Schule nicht so beliebt war, bei den Lehrern, dass die eigentlich in der Fotografie sehr gut funktionieren. Dass ich da einfach, ich habe da ein Ventil gefunden. Und darum sind diese Clownbilder auch wichtig, weil bei meinem Lehrherrn in Vorarlberg, der hat immer gesagt, du kannst mit diesen Dingen nicht so nie Geld verdienen. Und es bringt nichts. Du kannst aufhören zu fotografieren. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und in Wahrheit war genau das dann, dass es mich irgendwie weitergebracht hat, weil die Bilder nicht so ausgesehen haben wie die von allen anderen. Und was meinst du damit, wenn du gesagt hast, die Dinge, die mir irgendwie Leute nachgesagt haben, wären ein Nachteil, waren im Endeffekt meiner Karriere ein Vorteil? Was waren diese Dinge zu sagen? Naja, das ist halt wild, laut, stürmisch, angstlos, einfach auf die Dinge drauf zugegangen bin. Hm. Und auch eben nicht diesen normalen Blickwinkel gehabt habe auf Dinge. Das kann sich an ganz vielen Sachen durchsetzen. Ich finde es oft eigentlich gar nicht schlecht, wenn man von vielen Menschen nicht unbedingt verstanden wird gleich. Weil es heißt, dass man ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf Dinge hat. Und somit kann man auch eine mehr individuelle Language entwickeln, besonders in der Fotografie. Und somit konnte ich das eigentlich ganz gut anwenden. Ja,
Das finde ich. Und dann würde ich dich gerne, also würde ich gerne wissen, was war denn für dich die Story hinter diesen Fotos? Weil ich finde, das sind schon ziemlich starke Bilder, aber es würde mich total interessieren, was so ein bisschen dein Gedankengang dahinter war und warum hast du ihn so fotografiert? Also, ich habe immer schon Clowns gerne gemacht, wahrscheinlich weil ich auch der Klassenclown war. Vielleicht ist es wirklich so einfach wie das. Und dann habe ich einfach das angefangen, ein bisschen zu recherchieren und dann habe ich versucht, ich versetze mich dann hinein in diesen Charakter, den ich hier gründe, also den ich hier finde. Meiner Meinung nach habe ich hier einen Charakter gefunden. Das ist ja eine längere Serie und das sind nur zwei Bilder. Boah, wie kann ich dieses Gefühl, das ich habe, übermitteln? Was gehört da dazu? Und dann kam mir zum Beispiel dieser Käfig in den Sinn, also dieses Gestühl, dieses Gerüst, das ich hier gebaut habe. Und dann so mit diesen Schrauben und den Lederbändern das Gesicht verziehen. Und das sind einfach so Gefühle, die ich da in dem Moment gehabt habe. Und die habe ich einfach umgesetzt. Macht das Sinn für Ja, dich? das macht absolut Sinn. Macht absolut Sinn, auf jeden Fall. Dem Alex gezeigt. Und dann wollte der, Dass ich genau sowas mache für ihn, nur mit einem Model. Und es war, in erster Linie war das ein bisschen, noch genau daran erinnern, wie er zu mir gesagt hat, du brauchst eine Fashion-Idee. Und auch fotografieren lassen, ohne die wirkliche Fashion-Idee davor, weil ich das noch nicht ganz verstanden habe, aber ich zeige euch das dann ein bisschen später. meine ich gerne ohne ein bisschen Geschichte. Erzähle in der Fotografie. Ja. Es war auch ein Lernprozess für mich. Und Und dann habe ich aber eben eben. hier, wie gesagt, mit diesem Model der Abby Lee eigentlich genau das gleiche gemacht wie mit dem Clown. Ich habe mit der die ganze Zeit, Ich habe mich sehr animiert. ich habe die meisten Dinge, die du hier siehst, habe ich hier vorgemacht zum Beispiel. Und hier machen wir einen Affen gemeinsam und lauter so Dinge. Und das funktioniert ganz gut. Da kommen immer sehr schöne Momente dabei raus. Ja. Sehr gut an, In der Modewelt und bei den Leuten, für die ich eben das mache. Da hat mich immer nach der Story hat mich die amerikanische Vogue angerufen und hat mich gefragt, ob ich für sie fotografieren kann. Und das war natürlich schon ein großer Moment, nachdem ich die erste Fashion Story mal fotografiert habe. Und dann ruft tatsächlich die amerikanische Vogue mir an. Also, es war schon cool. okay, eine Sekunde, Christian. Wir haben gerade, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich glaube, deine EarPods machen irgendein Geräusch, das nicht so gut klingt. Wurde irgendwie, vielleicht können wir es einfach mal ohne probieren und du nimmst einfach das Mikro aus deinem Computer. Ja, probieren wir es mal kurz. Und wir sind wieder da. Wir hatten nur einen kleinen Tonschwankung, aber wir springen direkt wieder rein ins Thema. Ich hatte nämlich auch eine Frage zu den Posen. Bei den vielen Fotos, die du gemacht hast, finde ich, sind sehr lebendige Posen. Die Menschen sehen sehr, also nicht steif, es ist sehr dynamisch. Und wie animierst du Leute dazu? Wie kriegst du Menschen dazu, wirklich so eine Dynamik vor deiner Kamera zu entwickeln? Also ich glaube, eine gute Art und Weise, das zu erklären ist, ich kreiere quasi einen sicheren Raum. In diesem Raum, da kann alles passieren. Und ich mache mich auch, wenn man es so richtig erklären kann, ein bisschen zum Affen für diese Menschen. Oder? Und da kommt wieder quasi auch der Klassenclown ins Spiel. Mir ist es nicht zu blöd, mich auch ein bisschen selbst darzustellen und diesen Menschen das vorzumachen. Und ich bin für die Leute, die mit mir gearbeitet haben, die wissen auch, dass ich sehr gerne pose und ich stelle mich dann auch da gerne zu und mache immer meinen Blödsinn mit diesen Leuten. Und ich dirigiere sehr viel. Also oft sagen die Leute auch, ich könnte ein guter Director sein, weil ich halt, wie gesagt, diese Menschen sehr animiere. Ich mach ihnen das vor. Ich meine das wirklich vor. Und da entsteht dann so eine Stimmung und da kommt da so
ein Spiel auf zwischen mir und dem Model, wo das wird so hoch geschaukelt und dann irgendwann gibt es so eine Art Climax vielleicht für dieses Bild und dann versuche ich das festzuhalten und das funktioniert eigentlich meistens. Wie lange dauern dann so Shoots? Also würdest du sagen, sind das so längere Prozesse dann oder geht das bei dir relativ fix? Es geht sehr fix, aber dieser Shoot, den ich euch hier zeige, an dem waren wir 2 Tage dran, weil hier haben wir sehr viel Make-up gemacht immer, wie ihr da seht. Und das hat jeweils 2 Stunden gedauert, 1,5 bis 2 Stunden für diese Haar- und Make-up-Changes. Ja. Weil das muss man alles wegnehmen und dann wieder rauf und es war sehr viel Arbeit. Ich habe auch diesen gesamten Shoot 4x5 Inch mit fotografiert. Also ich habe das alles 4x5 Inch fotografiert, Kamera klassisch unterm Tuch und dann auch digital. Und es ist eine Mischung geworden von den Bildern, die wir verwendet haben. Teilweise digital und teilweise analog. Und Und wie würdest du sagen, hat sich so dein Stil entwickelt? Du hast eben auch schon gesagt, das war für dich so immer ein Lernprozess. Natürlich ist es das vielleicht ja auch immer noch. Aber so wie hat sich denn vor allem so dein Stil in den letzten fast Jahrzehnten ja schon irgendwie weiterentwickelt? Was würdest du sagen? Naja, ich habe alles, ich habe viel experimentiert, ich bin in viele Richtungen gegangen, kann man jetzt für gut oder für schlecht halten, aber ich bin dann einfach generell ein sehr interessierter Mensch und habe eben viel rum experimentiert, auch mit Licht. Aber was ich am besten sagen kann, ist, dass ich wahrscheinlich alles, ich habe so einen Moment gehabt, wo ich ganz viel Licht gehabt habe und jetzt habe ich wieder alles runtergeschraubt und verwende nur noch ganz wenig oder kaum Licht. Und ich vergleiche das immer ganz gut mit Fliegenfischen, weil ich bin ein leidenschaftlicher Fliegenfischer. Mhm. Und ich habe am Anfang, wo ich Fliegenfischen gelernt habe, bin ich immer mit sehr viel Equipment ans Wasser gegangen. Und jetzt gehe ich nur noch mit ganz wenig, weil ich genau die Jahreszeiten kenne. Ich weiß genau, was für Fliegen ich bringen muss. Ich weiß, was die Fische zu der Zeit machen. Man kennt sie aber viel besser aus. Und genauso ist es auch in meiner Fotografie. Mittlerweile kann ich auch ganz alleine wohin gehen und meine Bilder machen. Da habe ich auch ein Beispiel für euch, das ein bisschen später kommt. Da habe ich den Richard Dreyfuss fotografiert und ich bin wirklich ganz alleine bei ihm vorbei, also mit einem Freund von mir, aber der war nicht Assistent oder sonst irgendwas, sondern nur damit mir am Abend davor nicht langweilig war und wir ein bisschen was zu tun hatten, weil ich musste nach Südkalifornien fahren und habe ihn einfach da fotografiert auf Documentary-Style und es hat sehr gut funktioniert. Und seit da schaue ich alles noch weiter runter, weil ich schaue sehr viele Bilder an, ich schaue sehr viele Bücher an, ich habe eine schöne Fotobuchsammlung und all die Bilder, die mir am allermeisten hängen bleiben, bis auf jetzt zum Beispiel an Philipp Locker, die Korsche, ist alles Documentary Photography. Mhm. Und diese Bilder, die sind ja auch nicht entstanden, indem dass da viel Licht war und da wurde was aufgebaut, sondern die sind immer im Moment fotografiert worden. Mhm. Und es ist ganz lustig, weil für mich war das so, dass ich eigentlich viel Mut gebraucht habe, um mit wenig zu arbeiten. Mhm. Weil dieser Equipment-Truck, den ich immer mitgeschleppt habe, der hat mir eigentlich Sicherheit gegeben. Aber eigentlich hat er mich mehr verwirrt auch teilweise. Mhm. Weil ich zu viele Optionen gehabt habe. Und ich habe immer gedacht, man muss mehr und mehr machen. Und wo auch als die Jobs größer wurden und die Kunden größer wurden, habe ich dann auch immer geglaubt, ich brauche jetzt mehr Equipment. Aber derweil war das eigentlich ein Fehldenken, weil man darf sich davon nicht verwirren lassen, wenn es auf einmal gut läuft und man große Jobs fotografiert, dann soll man genauso weitermachen, wie man es bisher auch gemacht hat. Ja. Das ist nämlich eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich hatte gelesen, dass du gesagt hast, als du in New York angekommen bist, hast du relativ viel Testshoots gemacht auch selber, weil sich natürlich viele Leute fragen, wie kriegt man überhaupt Jobs? Wie kann ich überhaupt meine Karriere anfangen? Und natürlich braucht man ein Portfolio, was man zeigen kann. Mhm. Und da ist auch meine Frage jetzt, wie bist du so auch, abgesehen, du hast eben schon so ein bisschen angerissen, du hast Geschichten erzählen wollen, aber wie bist du auf die Konzepte gekommen, die du entwickeln wolltest und die Shoots, die du gemacht hast? Also was sind so deine Inspirationen dahinter?
wenn es auch um deine eigenen Projekte geht? Also das hat sich auch alles ein bisschen geändert, okay, durch den Werdegang von mir. Aber anfangs habe ich natürlich angefangen, mit meinen Testshoots waren irgendwie unterschiedliche Lichter zu lernen, die Technik zu lernen, da wirklich herum zu experimentieren. Dann stellst du dir dein Portfolio zusammen und das machst du immer mit irgendwelchen Assistenten von Stylistinnen oder so weiter und so fort. So war das zumindest damals. Ich glaube, dass sich das jetzt stark verändert hat durch Instagram, weil... Also ich habe das Gefühl, es ist immer noch so ein bisschen. Also so war es zumindest bei mir und es ist jetzt noch nicht ganz so lange her und ich bin ja wirklich noch, also ganz, ganz am Anfang, mehr oder weniger. Also ich habe auch das Gefühl, es ist immer noch so, man assistiert, man trifft Leute, die selber am Anfang ihrer Karriere stehen und arbeitet dann gemeinsam, so eine Hand wäscht die andere mäßig. Genau, ja, so geht es. Ja. Na, aber das finde ich super, dass das immer noch so ist, weil das macht ja auch Spaß und dann merkt man auch diesen Team-Aspekt des Fotografierens. Ist ja ein totaler Teamwork. Ja. Du brauchst den Haar, Make-up, du brauchst den Stylisten, du brauchst all diese Leute. Und natürlich kommst du mit der Idee daher. Und manchmal kommt auch der Stylist mit der Idee daher. Das teilt sich so ein bisschen. Ja, und man kann ja auch gemeinsam wachsen so an den Projekten, genau, die man dann macht. Genau, und man kann auch gemeinsam Ideen entwickeln. Und so geht es. Und ja, wie gesagt, ich habe halt meine Testshoots gemacht und dann habe ich langsam, der Clown war ja auch ein Testshoot, was ich dir gezeigt habe. Ja. Und dann habe ich mein Portfolio gehabt und dann habe ich weiter fotografiert und dann kamen halt mehr und mehr Magazine durch das, dass ich halt gleich einmal beim Ten Magazine eingestiegen bin. Das war damals ein sehr cooles Magazin, ist es immer noch. Mhm. Hat mir das halt sehr viel, sehr schnell weitergebracht. Mhm. Hat es deine Frage beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, weil das große Mysterium ja ganz oft so ist, wie kriege ich überhaupt einen Fuß in die Tür? Weil ich glaube, viele Menschen haben ganz selten die Möglichkeit, so hinter den Vorhang zu gucken. Man sieht Menschen, die Publikationen in Magazinen haben, die irgendwie Kampagnen shooten, aber man fragt sich natürlich ganz oft, wie kommt man überhaupt in so eine Position? Mhm. Was muss ich tun, um quasi diese Karriere einzuschlagen. Deswegen, ja. Also wie gesagt, meiner Meinung nach Testshoots, viel Arbeit, versuchen eine eigene individuelle Language zu entwickeln und auch ganz wichtig, einfach nie aufgeben, weil ich bin ganz oft an Stellen gestanden, an Punkten in meinem Leben angekommen, wo es auch wirklich schwierig war. Aber ich habe nicht aufgehört. Und das war ein ganz ein wichtiger Aspekt. Und man darf nicht aufgeben. Und es ist sehr viel harte Arbeit, aber du weißt es eh selber. Also es ist nicht easy. Und ich bin auch bis jetzt noch mehr oder weniger a One-Man-Show. Also ich habe dann natürlich meine Assistenten, aber ich habe jetzt nicht einen fix angestellten Assistenten, weil ich auch, obwohl es sehr viel einfacher wäre, aber ich reise viel und ich reise nicht immer für die Arbeit. Also ich teile mein Leben auf, jetzt mittlerweile zwischen Amerika und Europa. Und ich habe jetzt halt dann nicht den Assistenten irgendwo sitzen. Aber ich habe das schon auch gehabt, aber für mich geht es ganz einfach. Es geht auch ohne. Wobei es ist, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter, weil man hat ja auch viel Zeit dazwischen, aber du weißt, es ist ein riesen Rattenschwanz. Und jetzt hat man noch Instagram on top of it. Also man könnte eigentlich 24 Stunden lang am Tag arbeiten. Auf jeden Fall. Aber was würdest du sagen an den Momenten, wo du das Gefühl hattest, okay, es ist gerade schon einfach echt hart? Was waren so die Sachen, die dir irgendwie auch Kraft geben, dann weiterzumachen? Oder was würdest du sagen, ist dann irgendwie auch wichtig, dass man so seinen... Also Motivation ist vielleicht schon wieder zu groß, aber so, dass man einfach weitermacht. Was hilft dir dann auch zu sagen, okay, es ist halt einfach gerade eine scheiß Zeit, es ist einfach gerade hart, aber ich bleib dran. Also mir hat da meine Frau sehr dabei geholfen auch, weil ich liebe die Fotografie wirklich und ich habe das nicht angefangen, weil ich irgendwie Geld damit verdienen möchte, sondern weil es eine wirkliche Leidenschaft ist. Und manchmal verliert sich das eben in dem, dass man einfach und vor allem in New York viele Rechnungen zu bezahlen hat und unter Dauerstress steht. Und meine Frau hat zu mir einfach gesagt, wenn ich mal wirklich keinen Bock mehr hier habe, geh raus und mach Street Photography. Und das ist für mich immer so etwas, was mich immer wiederholt und rettet.
dann mache ich einfach alles on Pause und gehe raus mit meiner Kamera und fotografiere einfach Menschen, Dinge. Oder vielleicht gehe auf einen kleinen Roadtrip oder aber das heißt nicht, dass ich da gleich übernachten muss. Oder ich fahre einfach mit dem Auto irgendwo hin und fotografiere und kümmere mich nur um mich selbst und um meine Fotografie und versuche wieder diese Liebe zu finden. Ja. Weil manchmal, wenn es wirklich schwierig wird, kann es auch sein, dass man die Liebe ein bisschen verliert. So wie in einer Beziehung. Ja, das ist eine gute, finde ich, ist eine gute Parallele tatsächlich. Genau, und dann tut der romantische Weekend ganz gut. Ja, genau. Mal so ein kleines Getaway. Genau. Und das mache ich dann mit meiner Kamera so zum Beispiel. Ja, das finde ich ist ein guter Tipp, weil ich habe auch das Gefühl, in dem Moment, wo man sich entscheidet, das ist jetzt nicht, also es ist auch ein Job, ne? Es ist ja nicht, natürlich macht man es auch aus Leidenschaft, so ich liebe Fotos, ich liebe Foto machen, nichts macht mich glücklicher quasi, aber es ist auch ein fucking Job und der hat natürlich auch Seiten, die sind anstrengend und die sind mit ganz viel Einfluss von außen, den man ja auch irgendwie standhalten muss, dass man sich da irgendwie mal so rückbesinnt, warum mache ich das eigentlich? Genau. Was mag ich daran eigentlich? Ne? Genau. Ja. Und ich meine, es gibt auch Momente, ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich, also die Fotografen, für die ich gearbeitet habe, die haben wir dann schon auch, wir haben uns eigentlich meistens sehr gut verstanden. Mhm. Und wenn ich mich dann beschwert habe über irgendwas, oder dann hat er gesagt, hey, aber das ist genau der Grund, warum das ein Job ist, weil ansonsten wäre es ja wirklich zu schön, das Leben. Oder? Ja, ich habe das Gefühl, so Leute verstehen nicht so, es kann deine Leidenschaft sein, aber es gibt trotzdem Teile, die sind natürlich nicht geil. Also, ne, es ist halt dann doch noch ein Job, der aus so, so vielen Komponenten besteht. Ich glaube, es ist ja auch die wenigsten, also ich würde mal behaupten, weiß nicht, wie viel Prozent davon ist tatsächlich eine Kamera in der Hand halten. Vieles davon sind ja auch ganz, ganz andere Dinge. Du hast eben auch schon gesagt, Instagram, irgendwelche anderen Dinge. Du, wie wir wissen, warst auch bei Jeremy's Next Topmodel, dann irgendwelche Meetings, irgendwie Vorträge. Ne? Also es ist natürlich auch ein Riesending. Ne? Es ist ein ganzer Apparat dahinter. Ne? Genau, also die Kamera, sagen wir mal so, ist wahrscheinlich manchmal, wenn es schlecht geht, 20% und wenn es besser geht, sind es vielleicht 60%. Ja, ich wollte gerade schon 50 sagen. Also ich weiß nicht, ob das 50, ein bisschen ist. Ja. Weil, und du musst ja das auch nachbearbeiten. Klar. Da kommt Adobe ins Spiel. Shameless Plug, ja. Kommt noch ein bisschen dazu. Ja, genau. Und, und das Ding ist das. Ich glaube, man kann es auch so sehen, dass die Fotografie, wenn man fotografiert und die Bilder sich holt, dann kriegt man da schnell quasi den Reward. Und bei all den anderen, wie zum Beispiel beim Portfolio zusammenstellen, Meetings machen, Jobs organisieren, das dauert immer länger. Und aber wenn es dann funktioniert, macht es auch Spaß. Das ist eine größere Lawine, die ins Rollen kommt. Mhm. Und wenn die sich einmal bewegt, dann ist es besser. Und dann macht es auch Spaß und es ist nicht so mühsam, diese Dinge zu machen. Dann macht auch Rechnungen schreiben Spaß und so weiter und so fort. Rechnungen schreiben macht bestimmt mehr Spaß als Rechnungen hinterherlaufen, ja. Ja, genau. Ja. Aber das wird auch besser mit der Zeit. Ganz lustig, weil am Anfang bin ich immer dem Geld hinterhergelaufen. Ja. Und jetzt ist es schon viel feiner. Also die Leute bezahlen einem auch viel besser, wenn man irgendwann einmal ein bisschen etablierter ist, sage ich mal. Und ich finde es aber ziemlich schlechte Angewohnheit der Kunden, weil genau am Anfang deiner Karriere brauchst du das Geld dringend und schnell und nötig. Hm. Und wenn du schon mal ein bisschen etablierter bist, hast du auch ein bisschen ein Polster mal wo und kannst dich ein bisschen mehr entspannen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hm. Dann, ich frage schon die ganze Zeit Fragen und wir vernachlässigen deine tollen Fotos. Ich glaube, wir sollten mal noch ein paar weiter deine Bilder anschauen. Ja, sehr gerne. Also gut, hier waren wir bei dieser Geschichte, das ist die Abby Lee. Und jetzt kommt das Beispiel, wo ich gesagt habe, ich erzähle gerne Geschichten. Das ist eine Geschichte, die ist auf den Houdini gebased. Das war für Numero oder Le Ciel, ich glaube, das war Numero China. Und was ich total gern mag, nachdem ich meine Technik beherrscht habe, ist, dass ich jetzt kann ich aussuchen, was ich gern für Licht hätte, mit welchem Licht ich gerne was für eine Spirit umsetzen möchte. Und
Und das kann man hier ganz gut erkennen. Das, also ist das digital oder hast du das analog fotografiert? Nein, das ist alles digital jetzt, ja. Okay. Das, der Grund vor allem dafür ist, weil es einfach eine Budgetfrage ist. Ja. Es kostet eh schon alles so viel Geld. Und diese Dinge, also so bei solchen Shoots habe ich sehr viele Leute dabei. Das kostet ziemlich viel Geld, auch mit Set, Bau und so weiter. Ja. Und wenn ich dann das ganze Ding noch Filmfotografie, erstens mal dauert es ein bisschen länger, weil ich versuche immer diese Shoots auf einen, an einem Tag zu erledigen, weil wenn ich an zwei Tage habe, dann muss ich alle Leute in zwei Tagen bezahlen und kostet das quasi gleich das Doppelte. Und ja, ist einfach einfacher digital. Ja, nö, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Da haben wir, das ist auch alles wirklich so, wie es war. Dann haben wir, so ein lieber Freund von mir, dann haben wir an einem Cherry Picker, einem Kran, upside down aufgehängt in einer Straight Jacket. Das ist auch ein Vertrauensbeweis, ne? Sich erstmal mit so einer Straight Jacket vor der Decke hängen lassen. Ja, da habe ich ihn das erste Mal so richtig nervös erlebt. Ja, und, also wenn du da fällst, ne? Da kannst du auch nichts mehr machen. Na, da ist das Genick ab, ja. Ja. Da, ist die, da sind die Polizisten sind stehen geblieben. Wir haben das eigentlich ein bisschen ohne Permit gemacht in Sunset Park in Brooklyn. Ja. Weil ich habe mir gedacht, okay, das, da kommt eh niemand. Und dann kam die Polizei und wir so, oh shit, jetzt ist irgendwie der Shoot vorbei oder was. Und dann sind sie nur stehen geblieben, haben uns zugeschaut und haben uns dann applaudiert zum Schluss. Also es war auch ganz cool. Die Polizei in New York ist schon ziemlich, ziemlich cool. Wenn sie gut drauf sind. Ja, im Chat hat auch gerade jemand gefragt, ob ihr jetzt noch Freunde seid, nachdem du ihm in so einer Straitjacket aufgegangen hast. Ja, ich habe ihn auch noch in der Straitjacket in den Pool geschmissen. Es wurde immer besser. Ja, wir sind sehr gute Freunde, immer noch. Ja. Aber er ist leider, er ist Gott sei Dank ein sehr guter Künstler und reist mittlerweile auch sehr viel in der Weltgeschichte herum und wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal vor 2 Jahren gesehen. Okay. Leider Gottes. Aber wir telefonieren und. Sehr schön. Aber es er hat ist aus der Jacke so, wieder rausgeschafft. Also. Er hat aus der Jacke wieder rausgeschafft, ja. Genau. Sehr cool. Ich habe eine Frage noch. Also, ich habe noch mehr, aber eine Frage für mich ist auch: Was ist denn für dich, was macht für dich ein gutes Foto aus, wenn du das mal so beschreiben müsstest? Also, die Beschreibung ist so, dass das Foto muss irgendwas aussagen. Also wenn es irgendeine Emotion übermittelt, wenn man irgendein Gefühl bekommt, wenn man das anschaut, dann ist es meiner Meinung nach ein gutes Foto. Das ist eine relativ kurze Beschreibung, aber das macht für mich ein gutes Foto. Und du kannst ein gutes Foto machen mit jeder Kamera, egal was es ist. Und ich finde ein gutes Beispiel den Fotografen Miroslav Tichý. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war ein Pole oder ein Ungare. Und der hat, ich muss das kurz nachschauen. Und der hat der hat einfach seine Kamera selber gebaut. Und die Leute haben alle geglaubt, er ist verrückt. Der hat seine Kameras gebaut aus. Schau hier, ich zeige euch das. Das sind so selbst gebastelte Kameras, die er gemacht hat. What? Mhm. Was? Und das sind so die Bilder, die er gemacht hat. Wow. Aber die Bilder sagen was aus, verstehst du? Ja, ja. Also es kommt jetzt auch nicht auf die Pose oder sonst was davon. Oder schon, aber es ist halt eine Kombination aus vielen Dingen, die ein Bild gut machen. Ja? Und ich finde die Bilder super geil. Würdest du sagen, dass so dokumentarische Fotografie schon einen großen Einfluss auf deine Modefotografie hat? Ja, ich würde das schon sagen. Ich glaube, es hat einen sehr großen Einfluss sogar, ja. Weil ich habe das Gefühl, so wenn ich deine Fotos sehe, sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber wenn ich deine Fotos so sehe, dass ich das Gefühl habe, sie wirken fast nie gestaged. Sie wirken fast nie wie Posen. Also ich finde, wenn man mal so ganz klassisch über Modefotografie nachdenkt, sehe ich ganz viel Posen. Auch wenn wir Helmut Newton anschauen, ist auch sehr viel ganz klare Straight Lines, Posen. Dass bei dir die Fotografie immer sehr, also nicht mit Posen funktioniert, sondern es ist fast so, als hättest du die Person in dem Moment einfach zufälligerweise
Fotografie. Ja, das ist eben ein schönes Kompliment. Vielen Dank. Und das ist eben ein Versuch, den ich, also das ist schon die Idee, die ich gerne habe. Das ist, ich möchte das gerne lebendig machen. Ich will, dass das eben nicht so gestaged und posiert ist. Und das kommt schon auch viel von der Reportage-Fotografie, vermutlich. Ja. Und wenn ich Porträts fotografiere, kommt es viel davon, dass ich gerne mit den Menschen mich sehr auseinandersetze. Mich interessieren die Menschen sehr und ich arbeite sehr, sehr eng mit denen. Also ich versuche sehr viel aus diesen Menschen herauszuholen, die ich fotografiere. Ich genieße das immer, mit denen zu sein und versuche das wirklich sehr produktiv zu nutzen. Ja, das erfordert ja auch so ein bisschen Vertrauen von den Menschen. Ich finde tatsächlich immer, wenn man Menschen fotografiert, gibt es doch eine gewisse Power-Dynamik oder ganz oft. Also als die Person hinter der Kamera hat man irgendwie so eine gewisse andere, also ist man so ein bisschen in der Position zu entscheiden, welches Foto ich mache quasi. Und wie schaffst du es, dass Leute dir da so vertrauen? Also wie schaffst du auch diesen Rahmen, dass Leute sich so öffnen können und so sich ja auch teilweise selber so zeigen? Das ist eine super Frage, weil eben, wie ich dir vorhin gesagt habe, ich versuche so einen Raum zu kreieren, in dem man alles Mögliche machen kann. Ja. Und ich möchte auch, dass sich die Menschen für mich quasi ein bisschen zum Affen machen. Ja. Und da müssen die Menschen aber verstehen, du sagst, es ist eine große Vertrauensfrage, dass ich jetzt nicht das Bild publische, wo sie irgendwie sehr unvorteilhaft reinschauen. Ja? Ja. Und aber das zeige ich denen eigentlich. Ja? Wenn ich mit denen, ich fotografiere mit denen, ich baue das einmal auf und wenn ich das geschafft habe, wenn ich das Eis gebrochen habe und ich quasi so beim ersten Bild, sagen wir, so mal diese Person aus der Reserve gelockt habe, dann weiß ich ja, was ich fotografiert habe, weil man das ja auch sieht. Und dann schaue ich da durch und zeige dann der Person so ein paar Bilder, die wir da gemacht haben. Also ich zeige quasi, dass der Einsatz, den mir diese Person gibt und das Vertrauen, eben, oder ich das, was sie machen, also dieses Spielerische, was ich von ihnen versuche herauszuholen. Und wenn sie dann darauf eingehen, und ich habe das Gefühl, ich habe ein paar schöne Bilder gemacht, dann zeige ich ihnen das. Okay. Und dann kann ich da, meistens gewinne ich dann das Vertrauen, aber da kann ich dann auch ein bisschen fühlen, wie weit ich gehen kann und wie die Leute darauf reagieren. Und ich kann es sagen, in 90% der Fälle mögen es die Menschen sehr gerne. Yeah. Also wenn sie einmal ein bisschen aus der Reserve gelockt werden. Aber man muss das eben, wie gesagt, immer mit einem ästhetischen Auge betrachten und man darf nicht die Schönheit verlieren. Also ja. Ich möchte jetzt nicht den Menschen hässlich darstellen, logischerweise. Ja, weil ich finde, es gibt für mich immer auch noch so einen ganz, ganz feinen Unterschied zwischen, man kann irgendwie sich jetzt irgendwie in Anführungsstrichen zum Affen machen, das ist einfach nur witzig, aber es hat auch, und das finde ich ist in deinen Bildern der Fall, so eine authentische, es ist ja nicht so, dass die Personen irgendwie sich jetzt eine Rolle spielen, so ich bin jetzt die witzige Rolle oder sowas, sondern es ist ja trotzdem authentisch, es ist ja trotzdem so, also ich habe zumindest das Gefühl, ich sehe trotzdem diese Person, die du fotografierst, nur auf eine sehr spielerische Art und Weise. Und deswegen hat es mich so interessiert, weil es ist, glaube ich, leicht, Leuten zu sagen, mach mal was Witziges. Aber genau. Das ist ja nicht hast der Punkt. Hast du gut erkannt. Ne? Ich möchte trotzdem, dass auch alles, was ich mit diesen Menschen mache, dass das immer noch auf deren Charakter basierend ist. Ja. Das ist, und das ist dann, wenn ich diese Dinge kombiniere und das herbringe, dann bin ich sehr zufrieden mit mir. Und das klappt eigentlich sehr oft. Es wird immer besser. Ja. Und würdest du sagen, Fotografie hat viel mit Menschenkenntnis zu tun, das, was du machst? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Also, ja, ich muss für die Fotografie, die ich mache, muss ich sehr sensibel sein, ich muss sehr feinfühlig sein. Und man braucht schon eine gewisse Menschenkenntnis auch. Ja, denke ich auch. Ja. Okay, ich zeige ein paar weitere Bilder. Gut? Ja, bitte. Das war auch wieder für Ten Magazine. Das ist der Andreas Kronthaler. Das ist ja so ein Beispiel. Schaut zum Beispiel, wie das sieht. Super aus, meiner Meinung nach. Und es ist aber sehr spielerisch und es ist doch irgendwie jetzt nicht die Otto Normal
Verbraucherpose. Ja, ja. So ist das ja. Würdest du sagen, es ist wichtig, dass man als Fotograf, Fotografin einen Stil hat, der sofort wiedererkennbar ist? Ja, es ist schon gut, aber ich glaube, dass ich das zum Beispiel nicht habe. Ich habe das aus dem Grund nicht, weil mir wurde das, oder vielleicht habe ich es aber. Vielleicht erkennst du es selber das, nicht. Vielleicht erkenne ich es selber nicht, ja, aber mir wurde das zu langweilig dann irgendwann einmal. Also wie gesagt, ich experimentiere sehr gern rum. Ich habe auch damals sehr viel rumexperimentiert. Und also ich finde einen fotografischen Stil, es ist langweilig, wenn es immer das gleiche Licht ist, wenn alles immer das gleiche ist. Mhm. Dann wird mir einfach zu langweilig. Aber Peter Lindbergh zum Beispiel hat einen sehr starken Stil, der auch immer sehr ähnlich ist. Mit ähnlichem Licht fotografiert. Bei ihm wird es nicht langweilig. Also, es ist schwierig zu sagen. Es ist schon gut und wichtig, das zu haben, aber wie man dazu kommt, sagen wir mal so, ist vielleicht schwierig. Jetzt habe ich die Frage ein bisschen nicht ganz beantwortet. Ja, weil ich glaube auch, das war tatsächlich auch eine sehr persönlich motivierte Frage, weil ich mir die tatsächlich selber stelle. Ist es wichtig, einen wiedererkennbaren Stil zu haben, oder ist es auch gut zu sagen, ich will mich gar nicht so festlegen, dass ich jetzt immer das gleiche Licht, die gleichen Einstellungen, die gleiche Farbgebung mache, nur damit Leute irgendwie erkennen, okay, das Bild habe ich gemacht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Bild gut ist. Also du kannst auch wiedererkennbaren Stil haben, das heißt noch nicht, dass das ein guter ist. Oder ist es vielleicht einfach auch mal gut, immer weiter zu machen, also immer weiter zu entwickeln, immer weiter zu probieren und nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich angekommen bei dem Stil, den ich jetzt für die nächsten 20 Jahre weitermache. Nee, ich glaube, es kommt auf die Person drauf an. Vielleicht kommt wer an und sagt, okay, da bin ich angekommen, das gefällt mir gut, da mache ich jetzt weiter die ganze Zeit. Mhm. Und vielleicht suchen manche Leute länger nach dem Stil. Ich meine, etwas kann ich da schon sagen. Ich habe dieses Licht, was du hier siehst und all das, diese Qualität und das Ganze und diesen Spielraum, den ich hier kreieren kann, wenn ich einfach nur auf einem Psych fotografiere, das gefällt mir schon sehr gut. Ich mag das immer noch sehr gern. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich immer mitnehmen werde mit mir, was ich immer machen werde. Hätte ich damals nur so weiter fotografiert, wäre jetzt woanders in meiner Karriere wahrscheinlich. Mhm. Aber ich habe das dann einfach ein bisschen herumexperimentiert, auch weil es mir zu langweilig wurde. Ja. Und ich habe aber dann auch, glaube ich, wieder einen Bogen geschafft, retour. Also ich finde zum Beispiel, dass er so ein Andreas Krontaler auch gut mit dem funktioniert. Das ist schon irgendwie the same thing. Verstehst du? Ja. Das harmoniert schon. Und das also ich glaube, man kann seinen eigenen Stil und seine eigene Language haben, auch wenn es nicht von einem technischen Standpunkt her ist. Ich glaube, jetzt habe ich das vielleicht gut beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch gerade darüber nachgedacht, so, weil jetzt, als du gerade nochmal so durch deine Fotos durchgeklickt bist, das muss ja gar nicht sein, dass es komplett visuell alles exakt gleich aussieht oder im Prinzip jetzt den gleichen Look hat. Aber es kann ja auch die gleiche Emotion haben oder ein gleiches Gefühl oder es kann ja auch eine gleiche Art und Weise, wie die Bilder so Stories erzählen. Also Stil ist ja natürlich auch wieder was ganz Vielschichtiges, was nicht nur heißt, es sieht farblich immer gleich aus, quasi. Mhm. Genau. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung zu der Frage. Die haben wir jetzt, das haben wir jetzt gut gemeinsam. Wir haben übrigens eine Frage im Chat. Armin fragt, arbeitest du bei deinen Fotos auch gezielt mit Farben? Wie meint jetzt das, dass ich einen Hintergrund grün oder rot oder blau mache oder ob ich dann im Nachhinein die Farben gezielt verändere? Oder? Das muss Armin uns nochmal genauer spezifizieren dann. Das hat spezifizier es mal kurz, Armin, ich muss mal kurz ein Holz hier reinschmeißen. Warte mal schnell. Ja. Es wird kühl, wir haben es sehr kühl hier. Also richtig. Es ist warm. Aber es ist auch immer noch in den Morgenstunden. Wir sind wirklich hier komplett im Wald, das ist total geil.
Ich glaube, alle, die im nächsten Lockdown sind, sind neidisch, dass du jetzt im Wald bist. In der Hütte. Ich liebe es, im Wald zu sein. Ja. Ich bin schon wieder da. Nicht mehr aus dem Concrete Jungle in New York, sondern in den richtigen Wald. Genau, für uns ist das ganz eine schöne Kontrastveranstaltung, wenn wir hier in den Wald fahren, mitten im Wald, ohne Autos, Flieger, Menschen und dann wieder in den Betonschuh. Das glaube ich. Hat der Armin das schon beantwortet mittlerweile? Nee, er hat es noch nicht beantwortet. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter und ich versuche darauf zu achten, falls er dazu noch was sagt. Aber ich natürlich denke ich sehr viel an die Farben, mit denen ich fotografiere. Und aber ich schaue mir das, die farblichen Kompositionen von den Klamotten an, zum Beispiel, wie das zusammenpasst. Das mache ich auch mit dem Stylist. Da habe ich aber sehr starke Meinung auch zum Styling immer. Und mir macht das extrem Spaß. Und wenn ich schwarz-weiß fotografiere, dann mache ich auch ein schwarz-weiß Licht eigentlich. Oder ich denke daran, ich mache ein Licht, das für schwarz-weiß mehr tauglich ist als für Farbe. Und ich schaue auch auf den Kontrast der Klamotte oder des Sujets, wenn ich schwarz-weiß fotografiere, weil dann geht es ja wirklich nur mehr um Kontrast, um Grautöne. Das heißt, wenn du schwarz-weiß fotografierst, benutzt du, ich würde jetzt harsh, wie würde man sagen, hartes Licht? Ja, hart würde man es wahrscheinlich auf Deutsch nennen. Nicht unbedingt. Es kann auch eigentlich hauptsächlich weiches Licht, ehrlich gesagt. Aber ich gebe viel Kontrast. Das fühlt sich dann hart an, eventuell. Mhm. Ich zeige dir nachher ein Beispiel, okay? Okay, super. Ja, perfekt. Also das ist jetzt nicht das Idealbeispiel für Schwarz-Weiß. Das ist jetzt nicht, jetzt in dem Moment würde ich nicht mehr so ein Licht machen für Schwarz-Weiß. Aber das ist was anderes auch. Das ist der Grund, warum ich das auch hier habe, das ist ein Celebrity, den hätte ich eigentlich weiter unten, aber der ist hier oben, weil es ein bisschen mehr stilisiert worden ist von mir. Mhm. Aber ich mag das Bild trotzdem sehr gern. Ja, ich mag das Bild auch. Und es hat auch wieder eine starke Emotion und das ist auch Teil meiner Arbeit, finde ich. Mhm. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ja. An wen war der gerichtet, genau? An alle Frauen, die auf ihn stehen. Weil er ist schon verheiratet. He's gone already. Das war ein cooler Kerl. Kennst du den? Den Damien Hahn vielleicht? Hast du das schon mal gehört? Nein. Das ist ein super Schauspieler. Der hat Spider-Man gespielt zum Beispiel und so. Ah, doch. Ich glaube, ich habe ihn einfach nicht erkannt, um ehrlich zu sein. Mhm. Apropos, wo wir jetzt auch, ich habe die Frage eben total gemein ignoriert, weil wir uns so gut unterhalten haben. Es gab nämlich noch eine Frage. Katrin hat geschrieben, als Gala-Leserin würde sie natürlich gerne wissen, welches Shooting mit einem Promi dir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Die Frage wird mir jedes Mal gestellt, die ist auch total legitim. Aber für mich ist wirklich... Und das ist keine Lüge, ich genieße jedes Shooting mit jedem sehr. Und das sind wieder, so wie alle Menschen sehr individuell sind, sind auch die Shootings sehr individuell. Und ich habe wirklich bei jedem Shooting gleich viel Spaß vielleicht, ja, eigentlich. Eigentlich. Na, es ist schon so. Ich habe bei jedem Shooting sehr viel Spaß. Und bei jedem Shooting bleibt was anderes hängen und bei jedem Celebrity bleibt irgendwie irgendwas anderes hängen, wo ich dir dann eine kleine Geschichte dazu erzählen kann. Mhm. Also ich werte das nicht so. Ja. Aber gibt es trotzdem irgendeine Story, die du mit uns teilen möchtest, weil sie dir im Gedächtnis geblieben ist? Also hier bei dem Shooting zum Beispiel, der Dandy Hahn, der kam 6 Stunden zu spät und das ist mir noch nie passiert, dass wer so spät kam. Und der Grund, warum das passiert ist, ist, weil seine Frau hat sich in der Früh mit dem Lagiol-Messer die Avocado aufgeschnitten und ist ausgerutscht und hat sich das Messer durch die Hand durchgeschoben. Also das ist wirklich drin gesteckt, so quer durch. Legitimer Grund, um 6 Stunden zu spät zu sein, würde ich sagen. Das ist äußerst legitimer Grund. Ja. Und, wäre fast legitim gewesen, auch gar nicht zu kommen, aber... Genau. Wäre absolut legitim gewesen. Ich finde es sehr cool, dass er trotzdem gekommen ist. Wir haben tolle Bilder gemacht. Es war ein Spitzenkerl und der Frau ist nichts passiert. Sie hat nichts Wichtiges durchtrennt oder sonst irgendwas. Sehr gut. Es war ein Glückstreffer. Ja.
Hier ein bisschen mehr Mode noch von mir. Ich habe auch eine Frage dazu, zu diesen Shoots. Wie entwickelst du diese Konzepte? Also mal so richtig konkret, machst du Moodboards? Überlegst du dir, wie kreierst du diese Ideen, die du dann machst? Oder auch die Stories, die du erzählst, die Konzepte, die du hast? Also in dem Fall habe ich... Ich schaue mir die Klamotten an, okay, ich weiß, was wir für Klamotten fotografieren. Mhm. Ich weiß, was wir für ein Model haben. Mhm. Oder ich suche mir das Model danach aus oder Klamotte, aber ich schaue mir am meisten mal die Klamotte an. Und dann überlege mir, wie ich das, was ich da für eine coole Fashion-Story mit dieser Klamotte machen kann. Mhm. Und dann gehe ich auf die Suche und schaue mir Bilder an, schaue mir Locations an, schau mir Models an und dann stelle ich das zusammen. Aber das dauert jetzt, das hört sich jetzt nach einer langen Suche an. Das ist aber nicht so. Das dauert halt dann ein paar Stunden. Oder ich habe vielleicht, man ist ja immer aware, dass man wieder was Neues fotografiert und so weiter und so fort. Und dann schaue ich, fallen mir schon gewisse Dinge auf, die ich mir dann merke, die ich dann einfach verarbeite, wenn es passt. Und das war etwas, was mir ein Freund von mir, die haben wir in einem Studio gedreht und das ist hinter einem Studio, hinter einem Filmstudio ein Müllhaufen gewesen an Props, den sie nicht mehr verwendet haben. Und das war ein Teil dieses Müllhaufens. Dieses Auto ist komplett gecovert im Müll dagestanden und wir sind dahin, ich habe mir das angeschaut und das war im Freien und dann haben wir das weggeräumt, aufgeräumt, dann haben wir richtig starken Regen noch gehabt, dann haben wir ein Dach gebaut drüber. Das sieht man da rechts oben im Bild ein bisschen da. Stimmt. Und drum ist auch alles nass, was eh geil ausschaut. Ja, ja, könnte auch Absicht sein. Genau, könnte auch Absicht sein. Hm. Und dann habe ich mir halt, ich habe halt diese Location auch schon gekannt und habe mir gedacht, okay, diese Location verwende ich jetzt für dieses Shooting. Aber wie gesagt, es ist halt so, ich laufe halt ständig durch, wenn ich wohin gehe, habe ich immer auch schon im Hintergedanke, könnte ich da mal fotografieren oder so. Mhm. Weil ich habe immer meine Kamera dabei, also die ist immer um den Hals und ich fotografiere dann das auch immer. Darum, ich habe auch sehr viele private Bilder, die ich irgendwann nochmal ausstellen werde. Aber und dann teilweise funktioniert das, was ich da fotografiert habe, was ich da gesehen habe, denke ich mir, das könnte man für das verwenden und dann kombiniert man das. Dann stelle ich das auch mit dem Stylisten zusammen und dann wird darüber gesprochen und so kommt es dann zustande. Und schlussendlich haben wir schon auch ein Moodboard, ein kleines Moodboard. Das Moodboard ist eigentlich für mich hauptsächlich für das da, dass wir alle wissen, was wir machen wollen. Mhm. Also, dass jeder, der beteiligt ist, weiß, was wir machen wollen und wie gerne unser Outcome ausschauen sollte. Mhm. Und für das hilft es sehr gut. Ja, aber hast du dann, wenn du anfängst zu shooten, schon so eine gewisse Idee im Kopf, dass du sagst, das so ein Foto möchte ich gerne haben oder entwickelt sich das dynamisch im Laufe des Shoots? Weil du am Anfang sagst, okay, wir haben eine Stimmung, wir haben die Klamotten, das ist so die Idee, aber es gibt noch kein konkretes Bild, was ich im Kopf habe. Oder hast du von Anfang an schon genau so ein Foto möchte ich haben? Das kommt immer darauf an, was es ist zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Commercial-Job mache, dann weiß ich schon ziemlich sicher, was ich machen möchte. Weil das ist dann auch, da gibt es dann auch ein sehr starkes Moodboard und das ich mich dann sehr, sehr stark halte. Mhm. Und wenn ich ein Editorial fotografiere, dann gibt es einen größeren Freiraum, wo ich dann so mit dem Flow gehe und schaue, wie es am besten wird. Aber schon noch mit einem Hintergrundgedanke von einer Fashion-Idee, die dann da umgesetzt werden muss. Und wenn ich jetzt irgendeinen Celebrity fotografiere, dann weiß, bei einem Celebrity braucht man meistens 2 bis 3 Bilder und ich versuche immer so viele wie möglich zu machen und da cover ich mal erst so die Checkpoints ab, die ich benötige, quasi um das Magazin oder zu satisfyen, zu bedienen und dann
tue ich ein bisschen ausbranchen und mache so mein Ding, wenn es die Zeit erlaubt. Und meistens werden dann eh diese Bilder verwendet, die ich dann danach mache. Okay, aber also man macht so die sichere Bank und dann schaut man, weitergeht. Genau, das ist ja auch wichtig, weil und diese sichere Bank, die mache ich meistens am Anfang, weil die verwende ich auch ganz gerne, um mich ein bisschen diesem Menschen zu nähern, den ich da fotografiere und ein bisschen eine Connection aufzubauen. Ja. Und das harmoniert dann auch im Nachhinein in der gesamten Geschichte ganz gut, weil wenn jedes Bild nur voll Knaller ist, wird es auch zu viel. Das muss immer so eine Welle haben, meiner Meinung nach. Ja, ja. Absolut. Gut. Okay, ich gehe ein bisschen weiter. Ja, gerne. Cool. Hier ist der Wagen von vorne. Was habt ihr dann, also einfach mal so ein bisschen Technik-Geek, aber wie habt ihr das beleuchtet? Das ist eine gute Frage, so ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber wir haben von hinten eine Lampe hineingesetzt, das siehst du da, dieses Highlight hier. Dann von vorne war das wahrscheinlich ein P50 mit Double Diffusion, weil es ist doch ein bisschen direkter und dann habe ich da wahrscheinlich sonst noch irgendwo 2-3 Lampen gehabt, um das Setup auszuleuchten. Ja. Aber wenn ich sowas mache, dann überlege ich mir meistens immer, was ist mein Keylight für das Girl oder für den Mann oder für die Frau, je nachdem, was ich fotografiere. Ja. Und ich wähle mir da ein härteres oder weicheres oder wie auch immer, mache da meine Wahl, dann schaue ich, wie das ausschaut. Und dann bringe ich noch irgendwo ein Licht hinein, falls es noch was benötigt. Aber an und für sich geht es relativ einfach. Also man kann mit relativ wenig Licht sehr viel machen. Absolut. Ja. Sehr cool. Upsla. Das sind zwei Brüder, die ich fotografiert habe für Esquire Magazine. Das ist zum Beispiel nur eine große Lampe, aber mit einem guten Reflektor. Und hier ist es auch wieder sehr emotional, das Ganze. Und wir haben das halt so ein bisschen auf Bruderliebe aufgebaut, aber das ist doch irgendwie lustig noch und nicht zu kommerziell, finde ich jetzt. Und es hat trotzdem noch einen gewissen Edge. Ja. Das ist auch wieder der Alois, den habe ich eine Zeit lang fotografiert. Das war für Ten Magazine. Das habe ich aufgebaut auf einen Film The Holy Mountain von Alejandro Jodorowsky. Mhm. Und diese Farben, die hier entstanden sind, die habe ich alle mit Farbfiltern gemacht, die auf der Kamera sind, also auf der Linse. Mhm. Und das war eine Rock Quarry in außerhalb von New York, irgendwo 1,5-2 Stunden Umkreis. Mhm. Ich liebe diese Geschichte, das ist eine tolle Story immer noch. Ja, ja, da freut sich der Stylist mit den Klamotten danach, ne? Ja. Gewisse Dinge kann man nur mit der gewissen Stylisten machen. Ja, ich sehe irgendwie schon Stylisten, denen sich jetzt allen so die Nackenhaare aufstellen, wenn dass jemand durch den Dreck springt. Ja. Die Stylisten werden bei mir schon oft nervös. Ja, genau. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Weil die Teile sind ja auch oft sehr, sehr teuer. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon Stylisten, die kriegen fast einen Anfall, wenn jemand sich nur Richtung Tür bewegt, weil man denkt, oh mein Gott, du darfst mit dem Ding jetzt sicher nicht vor die Tür. Ja, genau. Oder wenn man mit den Schuhen rumgeht, bevor sie abgetapt sind am Boden und richtig, so weiter und so fort. Ja. Also wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, wow, da war aber jemand sehr entspannt beim Styling. Schau mal die Schuhe an zum Beispiel. Schau mal. Ja, wirklich. Die sind auf gut deutschem Arsch. Ja. Freut sich jemand, der muss die später sauber machen. Ja, genau. Ja, das ist ja cool, ja. Ja. Hier habe ich den Make-up-Artisten ein bisschen Arbeit gemacht. Aufgegeben. Ja. Ja. Ein bisschen Arbeit gegeben. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Stunden Arbeit, war das. Das sind 1000 Pushpins. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, ich wollte auch gerade sagen, Pin.
Reißzwecken. Heißt das so? Reißzwecken. Kann vielleicht sehr gut. Reißzwecken. Vielen Dank. Reißzwecken. Ja. Die Stimme aus dem Off. Ja, sehr gut. Ja, unser Publikumsjoker. was ist die Story hinter dem Bild? Also was war so die Idee hinter den Reißzwecken? Naja, also hier habe ich, da gibt es noch ein bisschen mehr. Schau, ich zeige dir das ganz kurz. Sorry, und dann erzähle ich dir das. Mhm. Das waren zwei Musiker, der Black Soft heißen die. Ich habe die für irgendein Magazin fotografiert, weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Auf jeden Fall habe ich immer ein wachsames Auge, wenn ich wohin gehe, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, ob ich irgendwas bemerke, was mir gut gefällt, was ich dann irgendwann einmal verwenden könnte. Und da habe ich einmal ein Foto gesehen, wo wir vier gefärbte Reißzwecke oder wie die Dinger heißen, irgendwo im Gesicht gehabt hat, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich eine coole Idee, aber es sieht nicht besonders gut executed. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Gut gemeint, nicht gut gemacht, ne? Gibt's ja auch. Genau, und dann haben wir mir gedacht, aber ist eigentlich eine ganz schöne Idee, wenn man das ein bisschen mehr macht, und haben weitergedacht und weitergesponnen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen den ganzen Kopf und wir lassen sie aber. Ich mag es ganz gern, wenn die Dinge auch roh bleiben. Und das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Brutalität, die ich ganz gern mag. Ja. Manchmal. Ja. Und dann haben wir das eben bei diesen Black Softs gemacht. Also die heißen Black Soft. Und ich mag es auch, dass es nicht perfekt ist. Wenn du siehst, hier oben ist ein Reißnagel, der nicht ganz perfekt ist. Und hier ist einer, der nicht ganz perfekt ist. Und hier. Und ich finde es ganz schön. Da habe ich nichts dran retuschiert an dem Ding. Und das haben wir so beleuchtet. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ja, was ich an dem Bild total gerne mag, ist, dass man bei dem ersten Hingucken gar nicht versteht, was man gerade anschaut. Mhm. Also ich habe dieses Bild angucken und dachte so, Moment, warte mal, was ist das, ein Kopf? Ist das ein Mensch? Ja. Und was hat der Mensch auf dem Kopf? Und wo sind die Augen? Weil wenn man genau hinguckt, sehen die Wimpern aus, als wären es Reißzwecken. Also nochmal so, ich finde es mega krass, weil es ist so ein Bild, wo man hängen bleibt, weil man nicht versteht, was man gerade sieht erstmal. Deswegen, das mag ich total. Ja. Ja, genau. Ich mag das Bild wirklich auch sehr gerne. Sehr schön geworden. Ja. Und dann diese Jungs habe ich ein bisschen getorcht den ganzen Tag. Das ist so dein Ding, ne? Das habe ich jetzt schon mitbekommen. Das machst du öfter in deinen Schulz. Irgendwer muss schon leiden am Ende des Tages. Und wenn es der Stylist ist. Ja, also manchmal ist es nicht Honigschlecken, ja, ganz klar. Da habe ich so riesengroße Zip-Ties genommen, so ganz große, und die habe ich ihm da in den Kopf hinein und komplett verklebt und zugemacht. Ja. Und da gibt es auch ein tolles Bild. Aber mir gefällt das Bild im Nachhinein besser, eigentlich. Mhm. Mhm. Ich finde das ein extrem schönes Bild. Ich finde die Texturen wunderschön, die da kommen. Und das ist schon, das ist jetzt ein geiles Schwarz-Weiß-Licht, aber das ist halt ein hartes Licht, ja, stimmt. Aber es ist auch gleichzeitig weich, dieses Licht. Es ist sehr kontrastreich. Gibt es für dich einen Grund, warum du manche Bilder schwarz-weiß machst und manche in Farbe? Ist das so eine aktive Entscheidung oder mehr ein Bauchgefühl? Hier habe ich es schon von vornherein gewusst, das war schon aktiv. Aber bei mir ist es auch oft Bauchgefühl, aber wenn ich zum Beispiel so Celebrity-Porträts mache, dann mache ich ganz gern, also die lass ich einmal vorausgehen, dass es schwarz-weiß ist. Da gehe ich einmal davon aus, dass sie schwarz-weiß sind. Und dann manchmal gefallen sie mir gut in Farbe, dann lasse ich sie in Farbe. Das ist ja das Schöne an der digitalen Fotografie, dass wir das hin und her drehen können, wie wir wollen im Nachhinein. Mhm. Ist aber auch etwas, was mich auch lange das Leben schwer gemacht hat, diese vielen Optionen bei der Digitalfotografie. Mhm. Weil du kannst stundenlang davor sitzen, es geht hin und her, und das hat mich echt auch genervt. Das war wirklich ein Problem, weil ich habe auch noch mit der Filmfotografie angefangen. Und zum Beispiel die Clownbilder ganz am Anfang, die ich euch gezeigt habe, das ist ja auf Film fotografiert. Und da bekommst du dann die Farbe, die du hast. Ich meine, klar kannst du sie nachher ein bisschen ändern, aber es gibt einen gewissen Look. Mhm.
Und das hat mir am Anfang war das schwierig für mich, besonders bei der Abby-Lee-Geschichte, die Geschichte, die ich euch danach gezeigt habe, weil da kommen die Raw-Files so komplett quasi tot daher. Und ich finde auch, dass die Farben von den Digitalkameras früher nicht besonders gut waren, jetzt sind sie viel besser geworden. Jetzt mittlerweile mache ich nur noch ganz wenig an den Farben. Ja. Aber damals hat man schon noch viel mehr machen müssen, um irgendwie einen gewissen Look zu erzielen. Und habe ich jetzt mich verplaudert ein bisschen? Ach Quatsch. Ich bin so, ich gebe ganz ehrlich zu, auch ganz schlecht im Multitasking und habe mit einem Ohr zugehört und mit dem anderen Auge eine Frage im Chat gelesen. Ah ja, her damit. Es wurde nämlich noch gefragt, wie beleuchtet man eigentlich ein Schwarz-Weiß-Shooting? Also was ist so dein Go-To-Tipp für gutes Schwarz-Weiß-Licht oder gutes Licht bei Schwarz-Weiß-Bildern? So. Ich finde Nordlicht immer sehr schön. Also so Von der Direktion vom. Ich finde das ein schönes Schwarz-Weiß-Licht, ehrlich gesagt. Ich finde es ein schönes Porträtlicht und ich finde, es funktioniert sehr gut in Schwarz-Weiß-Fotografie. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was möchte der oder die Person fotografieren? Mhm. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Es kommt drauf an. Genau. Ja. Das kommt drauf an. Ja. Weiter geht's. Sehr cool. Ich zeige ja noch ein bisschen mehr. Genau. Also dieses Licht habe ich gemacht, das kann ich euch auch erzählen. Das sind 8 Bearheads. Ein Bearhead ist ein Kopf ohne irgendwas, also ein leeren Kopf, und habe ich so einen großen Ring gebaut damit. Mhm. Das habe ich ja zeitlang verwendet, dieses Licht. Und da kommen halt diese ganzen Schatten her. Seht ihr diese unterschiedlichen Schatten hier? Das heißt, du hast machst einen riesen Diffuser daraus? Habe ich das richtig verstanden quasi? Oder? Nee, es ist, ich habe einfach wie 8 Glühbirnen, 8 einzelne Glühbirnen quasi. Und das sind dann einfach 8 Blitze, die dann einmal draufballern quasi. Das ist ja schon viel Licht. Richtig viel Licht, ja. Das ist auch wirklich ein großes Setup, weil ich mache das ganz gern, wenn, wie ihr seht hier, dass vom Hintergrund kein Licht auf den Mensch geht. Das heißt, die stehen jetzt relativ weit weg oder relativ nah dran? Nein, die stehen relativ weit weg. Ja, eben. Und dann wird es schön abgeflaggt, links und rechts, und dann wird es hinten separat beleuchtet. Ja. Und dann ist vorne nochmal, also das ist schon richtig viel Equipment, und dann sind vorne nochmal die 8 Lampen. Ich wollte gerade sagen, wenn du dann den Hintergrund beleuchtest, musst du da ja auch ordentlich, also dick auftragen, damit das nicht nicht absackt hinten. Genau, ja. Ja. Aber das macht Spaß, das ist schön. Das glaube ich. Und es funktioniert. Ja, ganz offensichtlich. Sieht man ja auf jeden Fall. Auch und was ist so die Story dahinter, mit dem Augen zu halten? Was war da so die Idee? Das hat mir einfach gut gefallen. Es ist einfach irgendwelche Emotionen, die ich da irgendwie versucht habe, hineinzubringen. Ja. Ich finde, es hat gut funktioniert. Es ist ein schönes Bild. Auf jeden Fall, ja. Aber was es genau ist, kann er jetzt nicht erzählen. Also ich weiß es nicht. Das sind einfach so instinktiv passiert ist. Ja, nee, finde ich aber voll cool, weil es tatsächlich wieder so eine Dynamik hat, dass man sagen kann, es kann auch einfach in dem Moment, weißt du, so passiert sein, ohne dass man das groß geplant hat. Nein, da ist schon ein bisschen Directing von mir, aber das ist, wie gesagt, so dieses Spielerische, wo ich euch davor schon erklärt habe, dass man also einen Raum baut, in dem man Dinge ausprobieren kann. Und manchmal funktioniert es schneller, manchmal funktioniert es später, aber ich finde, man sollte auch, nur weil man hat ja irgendwas im Kopf, in einer Form oder Komposition oder was, und dann darf man auch nicht aufhören, wenn es nicht gleich funktioniert, sondern man probiert mal ein bisschen weiter, warum ist es nicht so, wie es war, oder wie könnte es sein, wie kann ich das umsetzen? Ja. Und dann kommt dann halt sowas zustande. Ja, sehr cool. Hier ist wieder ein Beispiel dafür, dass ich gerne eine Geschichte erzähle in der Modefotografie, und hier ist die Geschichte der Invisible Man. Und er trinkt seinen Cocktail und er verschwindet. Wow. Hier verwandelt er sich. Das ist auch krasses Licht. Also, danke. Das ist auch richtig, richtig cool.
Und das, schau, das ist jetzt das, warum ich vorhin gesagt habe, dass es schwierig ist, einen Stil nur mit dem nur mit einer Technik quasi zu haben. Mhm. Ja, weil hier verwende ich, ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich technisch sehr gut drauf bin. Mhm. Und mit unterschiedlichen Mitteln kann ich da unterschiedliche Lichter erzielen, siehst du? Ja. Also das sind alles ganz unterschiedliche Lichter hier. Absolut, ja. Und das habe ich benötigt, um schnell diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Was waren denn so die, wo du sagen würdest, herausforderndsten Shoots, auch im Sinne so von Technik und Setting, was du hattest, wo du sagst, das ist schon irgendwie, weil ich meine, es hört sich jetzt schon nach krass viel Setup an. Also 8 Lampen, Backlight, Keylights, was sind so Sachen, wo du gesagt hast, okay, das war schon ein Shooting, da ging es irgendwann dann an die Grenze, weil es einfach zu viel war. Muss ich mir selber kurz auf die Sprünge helfen, mal schauen. Vielleicht gab es ja auch keins, wäre ja auch gut. Ich meine, es muss ja auch eins gegeben haben. Es gibt, ich meine, wir haben oft viel Licht verwendet. Wie gesagt, das habe ich ja zeitlang gemacht, bis ich dann wieder weniger gemacht habe, weil mir das jetzt auch mit weniger gut taugt. Hast du das dann einfach irgendwann selber gemerkt, sodass du gesagt hast, okay, es war jetzt einfach zu viel und deswegen gehe ich nochmal ein bisschen eine Stufe runter? Oder naja, war das na, bei mir ist das so passiert. Schau, ich zeige euch das jetzt, wie das... Hier ist der springende Punkt, genau, das, dazu wollte ich jetzt kommen. Das ist, also das ist noch Invisible Man, okay? Ja. Und hier kommt der springende Punkt, weil das ist mein Nachbar hier upstate herum. Das war mein Nachbar, der ist weit weg, also weit, ein Stück weit weg, wir sind mitten im Wald. Und das ist so amerikanisches Country-Leben. Mhm. Und ich habe den fotografiert und sein Leben dokumentiert. Das ist ein War-Veteran, der hat im Casino gearbeitet in Las Vegas viele Jahre. Der jagt, er lebt wirklich vom Jagen, weil er nicht besonders viel Geld verdient, leider. Und das ist also so totale, da habe ich einen totalen Einblick bekommen in sein Leben. Ich habe das dann einfach angefangen zu dokumentieren. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass ich diese Bilder extrem gern mag, dass ich dieses, wie du vorhin schon gesagt hast, dass ich so einen Hang zur Reportagefotografie habe und ich mag das extrem gern und das war so das erste Mal, wo ich über Zeit Reportagefotografie gemacht habe von meinem Nachbar. Irgendwann werde ich das einmal ausstellen, ich habe da viele Bilder. Mhm. Und dann wurde ich angefragt, eben den Richard Dreyfuss zu fotografieren. Mhm. Und die haben aber kein Budget gehabt. Die haben $250 gehabt und haben gefragt, ob ich nach LA fliegen kann und dann nach Südkalifornien runterfahren, um dort dann den Richard Dreyfuss zu fotografieren. Sie haben $250 Budget. Und die haben halt gedacht, okay, das ist irgendwie echt ein bisschen krass, dass ihr mich sowas fragt. Aber okay, weißt du was, scheiß drauf, ich mach's und ich fotografiere es genauso, wie ich den Camello fotografiert habe. Und alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Kamera eingepackt. Ja. Haben wir schnell einen Flug gebucht, weil er shoot war einen Monat und man kann um $70 unfortunately von New York nach LA fliegen. Roundtrip geht sich aus, wenn du früh genug buchst. Ja. Und, aber ich habe auch ein bisschen Geld für mich hineingetan, aber das ist ja egal. Und dann bin ich dahin und habe den Richard Dreyfuss fotografiert. Genauso Documentary-Style. Ja. Und das hat super funktioniert und ich habe extrem viele schöne, tolle Bilder gemacht. Und der Richard Dreyfuss hält seinen Oscar im Refrigerator zum Beispiel, aber egal. Das war so ein springender Punkt für mich, das habe ich wirklich alles komplett ohne irgendein Licht gemacht. Einfach nur verwendet, was da ist. Und wollte mich auch gerade fragen, ist es nicht so die Herausforderung dann auch einfach mit dem Licht? Weil ich meine, in so Räumen ist es ja oft auch irgendwie ein bisschen dunkel. Ja, aber es ist ein Fenster da und du denkst, ich habe einfach umgedacht. Verstehst du? Ich habe mir gedacht, okay, das Licht, was da zum Fenster reinkommt, ist jetzt meine Light Source und mit dem arbeite ich. Und es war, wie gesagt, ich gehe auch gerne mal ein bisschen ein Risiko ein.
Und dann haben wir halt gedacht, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, irgendein Bild von Richard Dreyfuss werde ich schon bekommen für mich. Mhm. Und es hat aber wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ab da weg eben habe ich dann angefangen, immer weniger und weniger und weniger zu verwenden. Also da habe ich, das war das erste Mal, wo ich dann wirklich angefangen habe, nur so zum Fotografieren, wie die Bilder waren, die mir gut gefallen haben von den Büchern, die ich habe, wo die ganz sehr viele iconic Photographs sind, eben als Reportagebilder entstanden, ohne irgendwas. Mhm. Und hier habe ich das erste Mal probiert und es hat wirklich super funktioniert. Also ja, mir gefallen die Bilder sehr gut. Ja, ja, das finde ich echt klasse, das Bild. Ja, ja, genau. Und ich habe aber auch wieder diesen persönlichen Aspekt hineingebracht, dieses leicht twisted irgendwie, ja, aber sehr, sehr emotional und sehr persönlich und sehr verbunden mit den Menschen. Und wir haben einen unglaublich tollen Tag gehabt und ich glaube, ist ja bestimmt auch eine Sympathiefrage, oder? Also, genau, ist eine Sympathiefrage auch, genau. Und aber ich möchte auch sagen, ich hätte die Bilder nicht machen können, so wie sie sehen. Hätte ich einen Equipment-Truck dabei gehabt und einen Haufen Leute und alles Mögliche, weil dann musst du immer, dann gehst du immer von da nach da und dann steht da wieder was im Weg und da stehen die Leute und da stehen die Leute und alle tun sie ihr Zeug überall hin. Und mittlerweile, wenn ich fotografiere, oder ich mache dann auch öfters so mehrere Porträts an einem Set, also so Portrait-Portfolios. Ja. Und da versuche ich auch, mittlerweile lasse ich die ganzen Leute, die ich, den Rattenschwanz, den ich dabei habe, den ich auch brauche, für den ich sehr dankbar bin, aber ich lasse die Leute alle weg und draußen. Ich bitte sie einfach nur höflichst darum, dass sie nicht dabei sind, dass man das Equipment und das Catering und alles wirklich weit wegstellen, damit ich diese ganze Location so verwenden kann, wie ich sie will, weil man muss ja sehen. Du gehst da durch und ich will einen Mensch sehen und ich will sehen, wie der da und da ausschaut und dann will ich da fotografieren und dann da und dann da. Mhm. Und wenn da überall das Zeug steht, rumgeräumt, dann funktioniert das nicht. Ja. Da muss ich immer wieder mal was wegräumen und dann, es taugt mir vielleicht doch nicht, da muss ich haben und dann gefällt es mir hier wieder, weil da steht überall Zeug rum. Ja. Und es geht halt am besten, wenn man das alles leer lässt. Und wenn ich weiß, ich habe da wenig Licht, schlechtes Licht, dann habe ich einen Assistenten dabei, der handheld mit mir mitgeht und einen Blitz hat. Und meistens ist es dann ein Photek Umbrella, double diffused. Und da wissen wir schon genau, wie das Licht sein muss. Und dann habe ich überall ein gutes Licht und so kann ich so durchfotografieren. Ja, aber das trägt ja quasi auch so ein bisschen zu der Stimmung bei, die du kreierst. Also ich finde, bei den Bildern hier auch sieht man ja schon, die wären wahrscheinlich nicht so entstanden, würde da jetzt ein Team von 20 Leuten stehen und alle gucken, genau, also die Leute an. Ich glaube, diese Intimität und diese Authentizität ist natürlich auch, wenn man da diese persönliche Beziehung hat und du bist einfach nur da und es ist ein entspannter Tag und man macht ein paar Fotos, ist natürlich was ganz anderes, als wenn irgendwie eine komplette Crew ist dabei. Genau, das war super, weil dann habe ich den Umfang, habe ich mit ihm können, oder ich habe zu dir vorhin schon gesagt, dass ich hier so eine Connection aufbaue mit den Menschen. Ja. Und das wird immer wieder unterbrochen, indem man jetzt die Klamotte wechselt, die Location wechselt, das Ding wechselt. Dann ist ein Bruch und dann kommt man wieder zusammen. Und hier haben wir das war einfach ein so ein steady flow. Wir waren nonstop connected und ich habe auch mit ihm gemeinsam seine Klamotten gewechselt, aber bei ihm im Kleiderkasten, wenn es ging und so. Das war total cool. Das war wirklich super. Es war sehr intim, wie du gesagt hast. Und es war einfach spitze. Das sieht man. Und dann habe ich das weitergemacht. Dann habe ich da den Boogie with the Hoodie fotografiert und ich wollte den auch in seinem Umfeld fotografieren und in seinem, wo er aufgewachsen ist und wo er herkommt. Und das ist eben ein Projekt in the Bronx und High Street Bridge heißt das. Und da habe ich ihn halt fotografiert und auch wieder alles nur sehr Reportage. Also ich habe da auch nichts dabei gehabt. Ja. Und es funktioniert sehr gut. Ich mag die Bilder sehr gern. Auf jeden Fall. Arbeitest du dann auch nur mit einer Kamera und einem Objektiv so am liebsten? Ich muss sagen, wenn ich das mache, dann habe ich
meine Objektive dabei, aber das, wenn es so schnell gehen muss, mache ich, habe ich 24-70 drauf. Und eine Kamera, ja. Das funktioniert super. Und dann, wenn ich dann zum Beispiel jetzt beim Richard Dreyfuss habe ich dann auch ein bisschen mehr klassische Porträts gemacht, die habe ich jetzt auch nicht drin, die habe ich einfach von der Wand mit dem Fenster gemacht und dann nehmen wir mein 85 oder so was, ja, länger. Was auch immer. Genau, ja. Meine Porträtlinse, ja. Je nachdem, welche Kamera ich fotografiere. Aber genau. Um diesen Look zu erzielen. Ja. Das Foto habe ich hineingetan, weil wir sind mit seinem Lamborghini durch die Bronx gefetzt und die Jungs haben ein bisschen was geraucht, halt das passt ja auch. Und wir sind ziemlich schnell durch die Bronx gezischt und ich war mir eigentlich sicher, dass wir jetzt von der Polizei aufgehalten werden. Und mir war nicht ganz klar, wie bekannt der Boogie with the Hoodie ist. Und dann haben sie uns tatsächlich aufgehalten, aber nur um ein Foto mit ihm zu machen. Hier ist es. Das war ganz cool. Das ist wieder so ein lässiger New York-Moment. Ja, das kann natürlich auch ganz anders ausgehen. Also ich glaube, ziemlich Glück gehabt. Ja, wie gesagt, leider gibt es auch schlechte Momente. Ja. Ich weiß schon, von was du sprichst. Ja. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf. Na. Zum Ende hin wollen wir jetzt nicht noch die Stimmung nach unten ziehen. Oh. Nee. Wir haben nämlich tatsächlich, ich habe gerade mal ganz schockiert auf die Zeit geguckt, wir haben noch so ungefähr 10 Minuten. Wer glaubt's? Also, so schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat. Willst du uns noch ein bisschen was von deinem Workflow zeigen? Oder so ein bisschen gute Idee. Dass wir das nochmal so ein bisschen einbeziehen, so was du auch mit deinen Fotos machst. Wir haben eben schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe ein bisschen was vorbereitet für euch. Also, wenn ich fotografiere, ich zeige euch jetzt einmal einen 4K-Shoot, den ich neulich angefangen habe. Wenn ich fotografiere, dann processe ich mir meine Bilder raus und dann baue ich mir im Adobe InDesign immer mein Layer zusammen. Ich versuche immer einen schönen Edit zu machen und da hilft mir Adobe InDesign extrem. Da hole ich meine Bilder rein und dann mache ich mir hier immer so meinen Edit, da stelle ich mir das zusammen, schaue ich mir, wie das für mich gut passen kann. Da habe ich meine Pages und Und schickst du das so an Magazine dann? Oder? Genau, also, ich schicke das so an Magazine, genau. Also ich schicke den Magazinen ein fertiges Layout quasi. Ob sie darauf eingehen oder nicht, ist dahingestellt, aber es hilft ihnen auch und es hilft mir, ihnen zu übermitteln, wie ich mir das vorstelle. Weil wenn ich ihnen einfach nur, wie ich dir vorhin erzählt habe, ich versuche gerne eine Geschichte zu erzählen. Und wenn ich ihnen die Geschichte dann da auflege und sie können das durchgehen und sehen, dann können sie die Geschichte besser verstehen. Ja. Und oft funktioniert das sehr gut. Ich meine, hier ist das ist jetzt nicht unbedingt eine Geschichte, das ist mehr eine Porträt-Story von den 4K-Fahren in Wien, das ich angefangen habe eben in der Zeit, wo ich dort bin. Und da mache ich noch weiter, das ist ein ongoing project, aber da habe ich das Gefühl gehabt, kann ich euch sehr gut zeigen, wie ich so meinen Workflow habe. Und ich kann euch jetzt auch noch zeigen, wenn ich für einen Kunden was fotografiere zum Beispiel. Das haben wir auf Film fotografiert, das wurde dann gescannt und da stelle ich auch für den Kunden, und das ist auch für mich gut, für mein Verständnis, fange ich an, so kleine Ads zu basteln. Um zu gucken, was funktioniert quasi auch gut, oder? Genau. Dieses orange oder dieses pinke Square hier ist nur da, wo wir nachher ausgewählt haben, was wir nehmen. Aber dann bekomme ich ein besseres Verständnis dafür, was ich für Fotos gemacht habe und wie das dann im Layout aussieht. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess. Der ist eigentlich nach dem Fotografieren ist der zweitwichtigste Prozess. Weil ich retuschiere selber nicht meine Bilder, sondern ich gebe das ab. Ja. Und ich kann es auch nicht so gut wie ein Retoucher. Ich kann natürlich meinen Look kreieren und ich kann mir auch selber weiterhelfen, wie das funktioniert. Aber der Retoucher an sich ist ein eigener Beruf und der ist ein ganz wichtiger Mann für uns. Und auch hier kommuniziere ich einfach nur mit dem Retoucher quasi, habe ich auch vorbereitet für euch. Im Photoshop auch nochmal.
hier habe ich die Films eingescannt zurückbekommen, okay? Ja. Und hier kommuniziere ich einfach mit dem Retoucher. Quasi so kamen die Scans daher. Ja. Und dann habe ich hier meine Kurven draufgelegt, um an das Ziel zu kommen, wo ich möchte. Und das ist jetzt eine sehr einfache Variante hier, weil ich habe keine Masken, gar nichts gemacht. Aber hier ist es nicht nötig gewesen, weil es ist einfach so ein Overall-Look, den ich kreiert habe. Ja. Damit der Retoucher und ich uns verstehen, was ich machen will. Und dann verfeinert er das dann aber natürlich. Ja? Mhm. Und das Gleiche hier. So kam es her. Mhm. Und so sieht es jetzt aus. Ja. Und mir gefällt das halt so viel besser. Ich mag das auch gern, dass das eben dieses leicht bräunliche, gelbliche Feeling hat vom Film. Das ist ja auch Film und es ist wichtig, dass es so bleibt. Ja. Ja. Und dann kann ich euch noch zeigen, wie das... wie ich das mit meinem wie das meine Retoucher mit mir dann kommunizieren. Es machen alle anders, aber hier zum Beispiel gehen wir um 4. Also das heißt, du schickst denen den Look, den du haben willst, und sie verfeinern dir das nochmal und schicken es dir dann zur Ansicht drüber. Genau, oder? Ich schicke dann einen Look, den ich habe. In diesem Fall habe ich mit dem Kunden zusammengearbeitet. Mhm. Ein guter Freund von mir auch, Gott sei Dank. Mhm. Und da können Sie jetzt einmal ein bisschen sehen, wie das. Die roten Kreise, ja, sie sind mir bekannt. Genau, das wird dann alles so eingekreist. Ja. Und vorbereitet, ja. Und da seht ihr es gut vorher, nachher, ja. Mhm. Und dann markieren wir da halt unsere Dinge, die wir gerne haben, und die werden dann retuschiert und vorbereitet. Hier haben wir das Girl weggetan, siehst du? Ja. Und das ist dann so unser Workflow. Richtig cool. Sehr cool. Ja, so machen wir das, ich hoffe. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch immer cool, weil ich kenne das auch mit diese Kreise, wo dann gesagt wird, das muss weg, kann die Falte noch weg, können wir das noch kurz machen, können wir... Genau. Ich meine, das ist jetzt eher relativ einfach, ich habe auch kompliziertere Setups, wo das dann wirklich, da habe ich dann halt im Photoshop mehrere Layers drinnen. Ja. Das glaube ich dir. Dann gibt es ja noch ein großes Hintergrundding. Und dann gibt es unterschiedliche Farben für unterschiedliche Dinge. Und dann wird das alles perfekt markiert und vorbereitet. Weil es gibt 3 Runden beim Retouching, die sind normalerweise inkludiert. Das ist Standard. Und danach kostet es extra. Mhm. Und wenn ich... ich möchte mich auch nicht ewig lang damit rumschlagen. Und wenn ich... Und dann wird das alles gut und ordentlich markiert, damit die Jungs schön viel Arbeit haben, und dann kommt es retour. Und dann im Normalfall gibt es nur noch ein bisschen Feinschleifen. Mhm. Und dann die dritte Runde braucht es eigentlich meistens nie. Okay, ja. Oder noch für ganz kleine Feinheiten, wo man dann hier ein bisschen weniger gelb und hier ein bisschen mehr rot, und da gibt es noch ein kleines Ding. Und hin und wieder fällt einem auch erst etwas auf, wenn der ganze Rest sauber ist und geputzt und Ja, so funktioniert das. Sehr spannend, sehr spannend. Wir haben auch, glaube ich, tatsächlich gleich eine Punktlandung gemacht, was unsere Zeit gemeinsam bei diesem Stream angeht. Es ist nämlich noch eine Minute. Ja, tatsächlich. Ja, super. Ja. Also, Christian, ich fand es super, super spannend, mit dir zu reden. Mhm. Ich finde deine Arbeit ebenfalls echt super inspirierend und toll. Vielen Dank. Ich kann echt allen nur empfehlen, folgt Christians Arbeit. Und ja, ich will mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du auch so früh aufgestanden bist für uns. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du hast wunderbare Thanksgiving und einen wunderschönen Start in deinen Tag jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns in New York. Ich bin im April da. Ich sag Bescheid. Super, bitte melde dich. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Ja. Christian,
Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen lieben Dank nochmal. Danke, ich hoffe, dir es auch. Hat euch allen auch gefallen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bis Super. Bald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.